For English, Spanish, Japanese, Chinese, Russian subtitles, activate the subtitle button, please. Hallo liebe Reptil-TV-Gemeinde zu einer neuen spannenden Reptil-TV-Folge. Es wird wieder eine Roadtrip-Folge werden. Ich nehme euch mit nach Ghana, Westafrika. Ich bin hier Brüssel Airport. Der Flug hier geht Brüssel-Accra, das ist die Hauptstadt von Ghana. Dort werden wir noch wegen weiterschauen nach Togo und Elfenbeinküste. Da möchte ich euch mitnehmen, dürft ihr mich begleiten. Jetzt erstmal los nach Afrika. Ihr seht schon um mich rum schon einige Ghanesen oder Westafrikaner, die hier auf den Flieger warten. Und gleich geht's los. Jetzt in Ghana angekommen. Wir sind jetzt hier im Hotel bei mir. Ich möchte euch ein bisschen von meinem Arbeitsalltag hier zeigen in Ghana. Hier ist der Mathieu mit mir. Mathieu ist aus Benin. Er kam jetzt gerade hierher zu mir, hat mich angerufen, ob er vorbeikommen kann. Hat ein paar Tiere dabei und die schauen wir uns jetzt zusammen an. Ich wünsche mir manchmal die guten alten Zeiten zurück, wo es anfing mit den Königspütern. Da waren eben so ein Ghost wie hier. Der war was richtig Dickes. Oder hier so Blackback und was auch immer. Oder hier so was Gestreiftes. Das waren tolle Tiere. Das war der Grund, wieso ich hierher kam. Jetzt ist das Schlimme, dass das einfach in der Königspython-Zucht oder Welt nichts Besonderes mehr ist. Und was früher Emotionen ausgelöst hat, positive. Da tut mir jetzt der Mathieu wieder leid, weil ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Ja, also von 1500 Babys, die bei ihm geschlüpft sind, ist das die Auswahl an, in Anführungsstrich, Speziellen oder sowas. Ne? Das zeigt halt erstmal, dass halt wirklich von 1000 Babys sind halt einfach 999 ganz normal, gell? Also er züchtet auch seit Jahren Echsen, ne? Also die sagen ja Bosk-Monitor dazu oder Savannah-Monitor und die Nil-Warane und auch die Geckos hat er auch gelegentlich und bei den Monitors ist das jetzt dieses Jahr dabei rausgekommen. Wir sind oder waren an harten Preisverhandlungen. Er will 3000 für die Tiere, ich will weniger. Noch ein harter Kampf, aber in die Richtung wird es dann wohl laufen. Ich muss ihm die Tiere jetzt auch wieder mitgeben, ne? Ich kann die ja nicht unterbringen. Aber wir kennen uns schon so lange, dass ich ihm bezahle und er hält die Tiere auf. Aber this is my. Ich bringe oft wegen noch Klamotten von mir mit, was ich einfach nicht mehr unbedingt brauche. Allerdings, er ist jetzt in dem Koffer, wo er jetzt gerade ist, das sind meine tagtäglichen. Da kann ich ihm. I find something for you. Also jetzt mal noch gucken, was ich ihm Schönes habe. Ohne meine Lieblingsklamotten herzugeben. Der Trip geht weiter. Ich bin hier in so einem Flieger auf dem Weg nach Abidjan, Elfenbeinküste. Ihr seht jetzt mal Ball Python Country von oben. Also da unten schon so klassisches Königspython-Gebiet. Also grüne Savanne. Na, man sieht wegen den roten Sand durch, aber gute Vegetation, grün bewachsen. Klassisches Ball Python-Gebiet. Ne? Jetzt sind wir über Elfenbeinküste-Gebiet hier. Man sieht, dass es insgesamt feuchter ist. Also der rote Sand verschwindet auch.
Hier hat es einfach deutlich mehr Flüsse. Das Meer kommt in so Buchten rein, wie wir hier sehen. Und dadurch ist das Land insgesamt ein bisschen feuchter. Ich glaube, fast zu feucht für Königspythons. Also natürlich gibt es ja auch Königspythons, aber es gibt auch viele. Aber auf kleinere Gebiete oder auf kleineren Gebieten wie jetzt in Ghana, Togo oder Benin. Ja, einfach weil die Feuchtigkeit hier höher ist. Angekommen in Abidjan, Elfenbeinküste, Tag 1. Jetzt zumindest für die Batman-Fans unter euch noch was richtig Cooles. Guckt mal hier hoch an den Himmel. Ja, das sind hier keine Vögel oder keine Raben oder irgendwas. Das sind wirklich Millionen an Fledermäuse, die hier rausfliegen in die Bucht da draußen. Ne? Also hier links von uns die Stadt. Und da schwirren die zu Millionen aus und fliegen hier in die Lagune rein. Ne? Was ich jetzt noch zeigen will, jetzt auch hier Freitagabend. Ich habe hier eine WhatsApp mittlerweile Nachricht bekommen. Also früher lief hier alles noch persönlich, dann kamen die Handys. Jetzt mittlerweile läuft es sogar über WhatsApp. Eine WhatsApp-Nachricht aus Benin. Also hier seit ein paar Tagen geht das Gerücht rum, ein weißer Waran ist geschlüpft irgendwo. Ein super schöner leucistischer Nilwaran. Ne, als Jungtier noch so rötlich schimmernd, aber der wird ja adult, der wird ja schneeweiß. Und das ist hier wirklich so die tägliche Arbeit. Da kommt eine Nachricht, da sind das tolle Tier schon unterwegs. Und dann geht's los. Da muss man alle Connections und guten Verbindungen spielen lassen, damit man einfach an das Tier rankommt und das auch wirklich bekommt. Ne? Weil das wollen natürlich viele kaufen und viele haben. Guten Morgen, liebe Reptil-TV-Gemeinde. Neuer Tag, neuer Trip, neue Erkundung. Also Ziel des Tages heute ist, einfach mal zu sehen, die Ball Pythons oder die anderen Schlangen hier in Ivory Coast, ob die wirklich 1:1 identisch sind mit den Ball Pythons, die es mir kennt, die immer Ghana, Togo, Benin kommen. Es wird hier wirklich nichts exportiert an Reptilien. Von dem her ist es wirklich die Frage, sehen die wirklich 1:1 gleich aus? Oder gibt es hier vielleicht doch wegen Unterschiede, Verbreitungsvarianten? Das will ich heute rausfinden. Noch was Cooles zu meinem Trip. Ich habe es euch gestern schon etwas gezeigt. Mein Hauptanliegen hier auf meinem Trip, oder was entwickelt sich immer mehr zur Jagd nach dem weißen Waran. Ich bin im Kontakt mit dem Beninesen, der das Tier hat, die ganze Zeit wegen am Schreiben und Machen. Ja, und so läuft es gerade. Das ist das Hauptspannende an meinem Trip gerade. 1,5 Stunden Autofahrt später. Also der Plan war ja, irgendwo hinzugehen, wo jemand Reptilien hat. Das haben wir geschafft. Wir sind hier im DP Park Zoologique d'Assigny. Also irgend so ein Tierpark hier. Schönes Plätzchen am Meer von Abidjan Richtung Ghana zurück. Also circa, ja, wie gesagt, 1,5 Stunden so von Abidjan knapp 100 Kilometer weg. Hier so ein Tierpark. Ehrlich gesagt habe ich mir eher erhofft, Schlangenzüchter oder irgendwas zu finden. Nicht unbedingt ein Zoo. Aber jetzt lassen wir uns mal positiv überraschen. Schön aussehen tut er, wirklich gepflegt, macht einen tollen Eindruck. Jetzt mal schauen, ob wir hier irgendwelche herpetologischen Erkenntnisse gewinnen können. Hier haben wir die Krokodilzuchtabteilung. Hier mit Jungtiere, also Nilkrokodile. Das Witzige, anders im Gegensatz zu uns, das sind so 1 Meter große Tiere. Und hier seht ihr, also jeder kann hier theoretisch reinlangen. Also wenn man hier mit den Kindern hergeht,
aufpassen, wenn die Kinder anfangen, hier die Krokodile zu streicheln, dann sollte man eingreifen. Zwei Wochen alte Nilbabys hat er hier. Hübsche Tierchen, gell? Ja, hübsche kleine Krokodile. Hier hat er nochmal einen kleinen Tetraspis drin. Also interessant, er sagt, sie züchten, also die Tetraspis können sie hier auch nicht züchten. Die Tetraspis, die sie da haben, kriegen sie alle aus dem Busch, die fangen sie selber draußen. Ja, hier die Krokodile sind tatsächlich hier wohl so ein bisschen die Hauptattraktion. Ich dachte, die können ja nicht züchten mit dem niedrigen Wasserstand, weil die Krokodile ja im Wasser kopulieren, ne, und entsprechend hohe Wasserhöhe brauchen. Und er sagt, die tun am Wochenende einfach, also wir haben jetzt Samstag, das Wasser ablassen, damit die Leute einfach besser Fotos machen können. Ja. Also unter der Woche Wasser bis an Anschlag, dann können die hier züchten und brühen und paaren. Und am Wochenende aufgrund der Touris Wasser runter, damit die Leute auch was sehen von den Krokodilen. Okay, hier haben sie die Esel. Bin jetzt nicht sicher, ob ich hier die Esel anschauen oder filmen soll. Also der Esel, der verfolgt mich. Der hat es die ganze Zeit mit mir. Ich nehme an, wegen meiner Kamera. Hey, mein neuer Freund hier. Da ist er schon wieder. Okay, ich trete die Flucht an. Also, bye bye Esel. Es hätte was werden können mit uns, aber ich bin schon vergeben. Und du bist ein Männchen. Ah, okay, hier sieht man auch die Eischalen. Also da sind die Babys am Schlüpfen und da sind sie. Das ist echt aggressiv, sagt er. Ne? Also sobald man in die Nähe kommt von der Stelle, kamen jetzt hier Männchen und Weibchen gleich angerannt und beschützen die Eier. Ja, die gehen schon richtig gut ab. Gell? Okay. Die sind wirklich in Alarmbereitschaft hier. Der Vollständigkeit halber. Auch noch zum Zeigen, hier haben sie diverse Vögel, Raubvögel hier drin. Hier kommen die etwas größeren Vögel. Kennen wir schon aus Togo, ne? Die bei der Madame Sambo, die Straußen. Und hier die Graugänse. Hier zwischen den ganzen Vögeln haben wir doch noch was. Reptilientechnisches, ne? Hier eine Sulcata, die sich hier vor der Hitze eingräbt. Hier die nächste Sulcata freilaufend. Also wer schon mal Sulcatas gepflegt hat, der weiß, wenn man die im Garten oder irgendwo hat, dann braucht man nicht mehr umgraben. Das machen die Sulcatas, ne? Die machen ein paar Löcher und Gänge, dass wirklich kein Stein mehr auf dem anderen sitzt. Ui, hier die Affenabteilung. Ach Gott, da kommen sie um die Ecke, ganz schüchtern. Da muss ich einmal meine Hand hinstrecken. Da kommen sie gleich, die zwei Stinker. Hey, die sind ja mal köstlich. Gerade überlegt, was wohl in diesem riesen, tiefen, hohen Gehege drin ist. Ich habe es gerade entdeckt, hier ein dicker African Rock Python, also Felsenpython. Ne? Es liegen auch einige Eierschalen drin rum. Scheint dies Jahr hier auch gezüchtet zu haben. Naja, da sieht man, ganzes Gelege liegt da rum. Also die Babys sind sogar gerade hier am Schlüpfen, da bei dem einen Ei sieht man, kommt einer raus. Okay, also er sagt auch hier, diese
Area hier am Meer, hat es den Felsenpython. Und der Königspython kommt weiter in den Norden hoch, also wo es ein bisschen trockener wird, hat es dann die Königspython. So, hier haben wir. Hier zeigen sie uns die Echsen. Also Niloticus und Steppenwaran. Also wer schon mal sehen wollt, wie groß ein Nilwaran wird, nur um mal die Größenverhältnisse zu geben. Also der kleine Nilwaran, sagt er, wäre Savanne, und die großen Brocken hier, ne, der hat ja mal, ja, ca. 2 Meter, sagt er, die wären Forre, ne, also Wald. Wusste ich bis jetzt auch nicht, bei uns ist alles, läuft alles unter Niloticus. Natürlich interessant. Der große sieht natürlich auch wirklich super schön aus mit den Flecken, also letztendlich wie ein Bindenwaran. Aber der Kopf ist zumindest hier gleich ein wenig unterschiedlich. Natürlich interessant zu wissen, den Weißen, den ich gerade in Anführungsstrich jage, welche von beiden Sorten das dann ist. Also unser Führer sagt hier, der große Waldwaran, die werden ja wirklich zahm wie ein Hund, sagt er. Und die anderen, die Steppen-Nilwarane sozusagen, oder die Savannen-Nilwarane, die sind aggressiv und scheu, aber der Große würde völlig zahm werden, sagt er, wie ein Hund. Ja, alles in Reichweite hier, ne, anders wie bei uns hier, Meter weit entfernt. Da kann ein Kind sogar hier durch den Zaun langen. Das ist meine persönliche Fütterung, wird es hingehalten. Und die kann abräumen, was sie braucht. So, und der Rücken zu uns, das war's. Nicht schlecht. So, Schlangenvorführung hier. Die Kobra, wie sie den Hals stellt. Die Käfige sind alle oben mehr oder weniger offen. Nicht ganz sicher, ob das unseren Haltungsrichtlinien standhalten würde. Aber macht ja nichts. Ich habe euch den Park hier gezeigt und muss sagen, der ist wirklich auch super schön gemacht hier. Toll, sauber, in Privathand. Also war, ich wusste nicht, was mich erwartet, aber ich fand es wirklich schön. Ich fand es nett da drin. Tiere eingesperrt ist immer so eine Sache. Wenn es Affen und Vögel sind, erst recht so eine Sache. Soll jeder für sich entscheiden. Ich behaupte, Zoos sind toll, sind wichtig. Die Kids und auch die Leute allgemein sollen einfach auch Tiere sehen und am besten anfassen können. Bin ich der totale Verfechter von. Und hier kann man wirklich alles sehen und anfassen. Und wenn sie einen dann anfassen lassen, so wie die Affen, ne, wenn sie sich nicht weigern, was natürlich auch cool ist. Ja, dann gehen wir jetzt ein Bier trinken. Hier ist ja der klassische Irrsinn. Hier zwei junge Einheimische, die versuchen hier ihre Fische zu fangen. Haben so Netze dabei, die sie auswerfen. Und hinten dran sausen irgendwelche Weiße mit Jetskis. Ne? Der Patrice ist gekommen aus Benin und seine Frau, beziehungsweise einer seiner Frauen. Ihr kennt wahrscheinlich früher von früheren Folgen. Patrice ist der Mann mit den 10 Frauen. Er kam, hat mir ein paar Schlangen gebracht zum Zeigen und auch ein paar Echsen. Und blöderweise hat man die im Hotel in dem Sack, und irgendjemand hat gesehen, dass wir da Schlangen im Sack haben. Und jetzt haben sie uns mehr oder weniger aus dem Hotel rausgeschmissen, samt unseren Schlangen. Also nicht, ja, es war noch einigermaßen freundlich und umgänglich, aber wir mussten gehen. Seine Frau haben wir vorgeschickt mit den Tieren. Die hat jetzt hier draußen auf uns gewartet. Und der Patrice und ich haben zumindest unsere verbalen Geschäfte fertig gemacht im Hotel und sind jetzt auch dann gegangen. Ein neuer heißer Tag hier in Afrika. Ich sitze hier in so einem Taxi
Wir sind also jetzt mit Patrice zusammen und seiner Frau sind wir auf dem Weg zur Madame Sambo. Die klassischen Transportmittel sind diese Motos hier. Aber da ich mit dem Patrice oder da wir hier zu dritt unterwegs sind, können wir hier nicht mit diesem Moto rumfahren, sondern mussten uns ein Taxi nehmen. Wirklich ein ernsthaftes Problem hier in Westafrika bzw. Afrika allgemein sind einfach die Straßen. So, zum Thema Straße. Das ist jetzt also keine Hauptstraße mehr, sondern ja, in Anführungsstrichen eine ganz normale Nebenstraße. Das sind so die Mühen des Alltags hier, ne? Egal wo man hingeht. Man will kurz was erledigen. Da muss man hier erstmal eine halbe Stunde über solche Sandpisten drüber fahren. So, wir sind jetzt hier bei Madame Sambo. Ihr kennt es vielleicht noch aus früheren Folgen. Schönes Grundstück. Ich habe euch ja schon gesagt, hier am Telefon die letzten Tage, da lief die Leitung schon heiß. Und eben der Hauptgrund, wieso der Patrice heute kam, sind die zwei hier. Kleiner Steppenwaran. Ich weiß nicht, das ist sowas wie so eine Art Ghost oder T-Plus Albino. Jetzt hier der Hauptgrund meines Trips, dieser gigantische, leuzistische Nilwaran. Noch diskutieren wir über 1500, die er noch mehr will, was ich ihm geben will. Also was noch der Teil der Diskussion ist, hier meine Gute kennen, die ich privat und geschäftlich nutze. Die Gute Canon EOS 60, die ist, also die geht an Patrice über. Und Patrice ist der Meinung, er meint, die wäre geschenkt. Und ich meine, die Kamera, vor allem mit der teuren Linse, kann kein Geschenk sein, auch wenn er mir hier schöne Warane gibt. Und das ist unter anderem die Diskussion, ob es die gratis oben drauf gibt. Der Patrice ist gegangen. Ich muss mir hier nochmal meine zwei Catch of the Day anschauen. Also vor allem der eine, der Leuzist, absolut happy an dem Tier. Wenn ihr euch erinnert, es gab mal vor 10, 15 Jahren gab es schon mal einen schneeweißen Waran, Nilwaran. Die Fotos sind zum Teil noch auf älteren Waranbüchern und ich glaube in meinem Albino-Buch damals hatte ich auch ein Foto von dem Tier. Gigantisch schönes schneeweißes Tier. Bin ich absolut happy dran. Für mich ist ja tatsächlich so eine Reise, ist wirklich die Frage, in Anführungsstrichen, lohnt sich das hierher zu kommen? Klar ist es schön, die Leute zu treffen. Es ist interessant, hier zu sein. Ich freue mich, wenn ich die Leute sehe. Aber natürlich muss das Ganze ja irgendwie in Anführungsstrichen finanziert sein oder sich mehr oder weniger lohnen. Ich kann ja nicht einfach just for fun jedes Jahr herkommen. Und mit den Königspütern wird es immer schwieriger. Es gibt immer mehr Tiere, es wird immer mehr gezüchtet. Deswegen braucht man andere oder neue Dinge, die dann mehr oder weniger es wert sind, herzukommen. Ne? So blöd sich das anhört, wert zu sein. Und also dieser Nilwaran, der ist dieses Jahr absolut das Ding, was für mich dann die Reise wert macht. Ne? Weil das ist einfach ein Tier, einmaliges Tier. Ne? Ich glaube, seit 10 Jahren gab es keinen mehr davon. Also meines Wissens gibt es eben bloß das eine Tier, was da vor über 10 Jahren mal rumging. Jetzt als Jungtier sind die ja noch so durchscheinend rötlich, die schwarzen Augen. Und umso größer die werden, umso das was jetzt rötlich ist einfach, weil die Haut ja ganz dünn ist. Ne? Wenn die Haut dicker wird,
dann ist die schneeweiß, also dann wird das Tier schneeweiß. Ne? Das, was jetzt rötlich durchschimmert, ist einfach die dünne Haut, wo das Blut wenig durchkommt, ne? Oder das ganze Innere durchscheint. Ne? Umso dicker die Haut, umso weißer. Also der wird bestimmt gigantisch schön, wenn der größer. Der ist jetzt schon gigantisch schön, meiner Meinung nach. Sieht fast wenig aus wie Patternless noch. Am ersten Moment dachte ich, oh je, ist der so vielleicht sogar Patternless, was mir gar nicht so gefallen hätte. Aber der ist nicht Patternless, sondern einfach halt die Haut ist noch dünn, ein Jungtier. Und dadurch kommt es. Aber für mich absolut gigantisch. Ich habe schon mal geschaut wegen Geschlecht. Ich hoffe natürlich, es wäre ein Männchen. Und es ist wirklich durchaus möglich, dass es ein Männchen ist. Ja, also wenn wir mal ein bisschen hier unten schauen. Also ich glaube fast, das ist sogar ein Männchen, was es für mich nochmal um Längen gigantischer macht. Ne? Also das ist ein Männchen, definitiv. Ja, das macht es für mich natürlich noch sensationeller, weil so kann man es weiterzüchten als, oder leichter weiterzüchten als Männchen wie jetzt als Weibchen. Ne? Also, auch wenn man es mir nicht anmerkt, ich bin voll aufgeregt. Ich freue mich, dass ich das Tier bekommen habe. Wie gesagt, hier, wenn so ein Tier auftaucht, ist wirklich jeder hinterher. Jeder probiert, das Tier zu bekommen, zu kaufen. Und ich bin froh, dass es mein alter Freund Patrice hatte, der dann sich auch an mich wendet oder mich kontaktiert und mir das Tier anbietet. Also hier seht ihr das wilde Chaos in Accra, Ghana, zurück von Togo. Ich bin jetzt auf dem Weg zu Oguns, Anti-Oguns, eine der ältesten, alteingesessensten, größten Reptilienexporteure von Ghana. Die sind hier umgezogen. Ich habe ein bisschen meine Probleme, das hier zu finden. Hat mich da hinten einer gerufen aus irgendeinem Grund. Gucken, was der will. Das hier ist so ein kleines Hotel. Ah, hier. How are you? I'm fine. Fine. Well, nice to meet you. Thank you. Sortiererei ist beendet. Der Catch of the Day sind fünf Tiere. Der Jean-Claude ist natürlich etwas enttäuscht. Ganz ehrlich, ich kaufe sie auch nur, damit ich was von ihm gekauft habe. Beziehungsweise, ja, da sind schon ein paar schöne dabei, aber das wissen die meisten Zuschauer auch, dass es im Moment schwierig ist, auch mit den Afrika-Specials. Aber so haben wir zumindest ein bisschen unser Business am Laufen. Und er hat seine Reise nicht ganz umsonst gemacht. Also er hat dieses Jahr 4000 Eier ausgebrütet. Und das, was er jetzt dabei hat, das ist die Ausbeute an Specials aus 4000 Eiern. Man hat in Deutschland immer den Eindruck, es gibt massig Oddballs, ne? Aber ja, es gibt überhaupt nicht massig. Aus 4000 Eier hat man hier so eine Handvoll, die irgendwie eine andere Farbe haben. Ja. Was soll er schwindeln? Oder er hat auch keine anderen Abnehmer, dass er jetzt die anderen woanders verkauft hat. Also es ist definitiv so. Ne? Meine Sache hier habe ich jetzt durch. 5 Königspythons gekauft. Jetzt nicht die Wahnsinnsausbeute, die waren auch, oder die sind ein paar Euro wert in Anführungsstrich, war jetzt auch nichts Besonderes. Aber zumindest man hat sich dann auch mal wieder getroffen und den Kontakt aufrecht gehalten und jetzt gehe ich zurück Richtung Hotel erstmal. Ich bin ein wenig auf Shoppingtour hier. Ich bin hier auf so einem Markt, ihr wisst hier, ich habe es ja immer mit den Perlen, mit den Beats. Und hier ist so ein Shop, der hat. Die haben hier so verschiedene Sachen. Und der Gag ist dabei, alles was ihr hier seht,
sind alles nur irgendwelche Glasperlen, irgendwelche nachgemachten. Und die wirklich alten, antiken, sind die hier, die dann auch richtig Geld kosten. So ein, bis zu ein String, bis gute 100 Euro, oder die günstigsten 100 Euro, beziehungsweise zum Teil geht es dann pro Stück. Und das Schwierige ist wirklich, also fliegen tut man viel von den Perlen, aber es sind halt alles irgendwelche nachgemachten. Ich lasse euch immer an meinen kulinarischen Highlights, Tisch wackeln. Ich lasse euch immer an meinen kulinarischen Highlights teilhaben. Heute ist, oder jetzt ist so das Abschlussessen sozusagen hier in Ghana. Ich bin bei Auntie Oguns nochmal zu Hause. Sie macht immer für mich das traditionelle afrikanische Fufu. Ja, ich zeige es euch mal. Das ist, besteht hier aus diesem ist dieser Cassava-Brei, ne? so gestampfener Cassava-Brei. Das Ganze isst man mit verschiedenem Fleisch in der Soße drin. Ne? Das macht man sich in den Teller rein. Und dann isst man das so, Fleisch, Soße, alles zusammen. Also nicht arg anders wie bei uns im Schwäbischen, Hauptsache viel Soße. So ist es hier auch. Und wahrscheinlich schmeckt mir das deswegen auch so sehr. Wie gesagt, das ist auch der letzte Tag heute in Ghana. Mein Flug geht in 4-5 Stunden zurück. Ich wollte mit euch wieder so einen Roadtrip machen, alles ein bisschen zeigen. Ich hoffe, das ist mir einigermaßen geglückt. Konnte euch einige Highlights von Westafrika zeigen. Wir waren in Elfenbeinküste, wir waren in Ghana, wir waren in Togo. Überall habe ich versucht, ein bisschen euch was zu zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt mir treu. Checkt my balls, wenn ich kein T-Shirt anhab. Und vor allem checkt irgendwann, wenn ihr mal Zeit habt, das ghanesische Fufu. Absolut köstlich. Man isst übrigens mit den Fingern. Man kann es gar nicht anders essen, weil das so klebrig ist. Also an einem Löffel klebt es fest. Man muss es mit den Fingern essen, mit der Soße zusammen. Köstlich. Bei den afrikanischen Airlines verdienen die Stewardessen noch den klassischen Ruf der Stewardess, ne? Also langbeinige junge Gazellen, die hier im Flieger rumspringen. Ja, das ist schon was anderes wie British Airways oder so. Da weiß man noch, wieso die Stewardess geworden sind. Aber nochmal. Guckt mich gerade einer so dämlich an da drüben. Das Scheißding beschlägt immer. Verdammte Scheiße. Ich bin jetzt hier mit dem... Scheiße, wie heißt der jetzt wieder? Das habe ich vergessen.